Das ist für die Steuer, das kann da rein, da rein, da rein. Soll ich weitermachen? Oder schaffst du das? Schaff ich. Das sind so Special-Kugeln. Das sind auch alles verschiedene. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist mir eine große Freude, eine wirklich riesige Freude, mal wieder einen Vlog drehen zu können, an dem Sandra teilnimmt. Das war ja jetzt die letzten Wochen ein wenig schwierig. Und ihr seht schon im Hintergrund, ja, wir haben schon den Baum stehen, allerdings ist er noch nicht geschmückt. Das wollte Sandra gerne mit den Kindern machen. Und da wir dieses Wochenende, naja, sagen wir mal vorsichtig, kinderfrei haben, werden wir das dann, oder Sandra, das mit den Kindern dann eben erst nächste Woche vermutlich machen. Hier ist auch noch ein bisschen Chaos und im Hintergrund hört ihr es. Hier im Haus wird gebohrt. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ich weiß, ihr wartet alle darauf mit diesem Video. Der hat übrigens die ganze Zeit jetzt nicht gebohrt. So. Ich weiß, ihr wartet alle auf Neuigkeiten, was mit Baby und mit Schwangerschaft und so weiter. Aber ihr habt es im letzten Video gesehen, wir wissen halt auch noch nicht mehr und müssen uns, genauso wie ihr vor allem, noch ein paar Tage gedulden. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne, und das, wie gesagt, ist mir eine Riesenfreude, endlich mal wieder einen Vlog drehen zu können, an dem Sandra teilnimmt, heute den Tag so ein bisschen mitnehmen, denn es ist mal wieder soweit. Wir brauchen mal wieder neues Zeug. Und deswegen geht's jetzt gleich auf zu IKEA. Nach langer, 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 langer Zeit gibt's auch mal wieder ein Outfit of the Day von mir. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich eine Gardine an oder so ein Müllsack oder sowas. Liegt aber daran, also ich habe auch hier nur so eine Leggings an. Es ist tatsächlich auch eine Schwangerschaftsleggings, weil ich einfach in meine Hose nicht mehr reinpasse. Ich habe halt immer noch diesen aufgeblähten Wasserbauch. Wenn man es nicht wüsste, könnte man denken, ich bin im vierten Monat. Aber es ist halt das Wasser und die engen Freddy Jeans passen da halt einfach nicht mehr. Also bin ich nicht drum rumgekommen, mir 2, 3 Schwangerschaftsleggings zu bestellen. Die sind halt auch super bequem und mit so einem Oversize-Hemd, ja, denke ich, kann man das ganz gut machen. Und wenn alles gut geht, werde ich ja noch eine ganze Zeit so rumlaufen, ne? Und wir fahren jetzt erstmal los, also würde ich sagen, auf los geht's los. Seht ihr die junge Frau, wie sie endlich mal wieder draußen ist? Haha, ich war die letzten Tage auch schon draußen. Ja, aber endlich mal wieder eine normale Aktivität. IKEA! Genau das will ich, Alex. Alex, aber das ist der ganze Schreibtisch, ich brauche nur Alex Schubladen. Das wäre dann wahrscheinlich das untere hier, ne? Schubladenelement steht doch da. 60 Euro. Das steht hier da drauf, aber ist das diese Nummer hier? Muss ja wahrscheinlich. Ist ja 1, 2, 1, also wird 1, 2, 1. Dann mache ich mir davon jetzt ein Foto. Vermutlich. Hat der Rollen? Nee. Oder ist es eine Sie? Die Alex oder der Alex? Musst du gendern? Hier ist eine Frau, wenn's Rollen, ein Mann, wenn es Rollen hätte, oder was? Nein. Einer müsste reichen. Wenn du das jetzt nur für die Arbeit nimmst, aber vielleicht kann ich auch noch ein paar Sachen unterbringen. Außer du sagst jetzt, du beschlagnahmst. Ja, aber guck mal hier. Guck mal, wie tief die Schubladen da sind. Weiß ja nicht, was du da reinmachen willst. Da sind ja auch genug. Ja, mir geht es nur darum, dass ich meine Unterlagen nicht immer auf dem Schreibtisch rumfliegen habe, sondern dass ich die auch mal. Du schmeißt dann alles einfach da rein. Nein. Das hast du schon mal gemacht. Ich mache mir da eine, muss ich noch sortieren. Und eine habe ich schon sortiert. Weil bei der einen Malm-Schublade hast du nämlich auch immer einfach deine Post reingeschmissen. Das ist für die Steuer, das kann da rein, da rein, da rein. Die wäre vielleicht sogar noch besser. Die hat nämlich Rollen. Das heißt, du kannst immer verschieben zum Saugen. Okay, die sind zusammengeschraubt, aber die hat Rollen. Und. Ja, gut, die Einsätze sind die nicht. Die will ich dabei nicht, aber es geht um. Die sind halt nur sehr flach, ne? Da kannst du keinen Ordner reintun. Aber hier gibt es ja so viele Schubladenelemente. Hier, das ist ungefähr so dick wie ein Ordner. Findest du? Der passt, da passt auch ein Ordner rein. Wenn du das sagst. Ich glaube, dann würde ich eher die bevorzugen. Wobei das natürlich so ist. Auch Alex.
Ja, aber das ist ein richtiger Kaloschi, wenn du dir den da drunter schiebst. Naja, aber die Schreibtischplatte ist irgendwie 1,60 oder 1,60, ne? Die ist 1,60. Und wie breit ist der? 67 wahrscheinlich. Dann geht das doch aber. Der kostet 130. Ist jetzt die Frage, habe ich damit viel mehr gewonnen? Wolltest du so eine Unterlage haben? Nein, ich möchte einen Teppich für unter den Schlagtuch. Dann hast du alles voller Katzenhaare. Deswegen bin ich nicht so ein Longfloor-Teppich. Natürlich bleibt er jetzt wieder an der Gamer-Ecke hängen. Ja, ich hole mir hier gerne Inspiration. Wie sagtest du eben, man läuft hier, schlendert hier durch? Nee, hast ja gesagt, kannst du nicht. Ja, sieht ja auch ganz cool aus, so mit der Beleuchtung und so. Ne? Mit der Vitrine da oben. Machst du niemals auf, niemals. Guck mal. Ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, ich verfluche immer die Menschen, die zu Ikea fahren und nicht das kaufen, was sie eigentlich wollten. Oder nicht nur das kaufen, was sie wollten. Aber ich habe mich jetzt selber dabei ertappt, dass ich auch noch was kaufe. Holst du einen Wagen? Achso, wir brauchen ja einen Stand. Wir brauchen einen Wagen. Weil die haben wir nämlich in klein zu Hause. Und die kann man nie gesehen. Die steht in der Vitrine. Ach, das Ding, was ich immer nur aus dem Weg stelle, weil es nervt. Ja, weil ich benutze ihn nicht so oft, weil da passt irgendwie nur sehr, sehr wenig rein. Und hier kann man halt losen Tee reinmachen. Das ist ganz geil. Um dann das Ganze zuzudrehen. Und dann hat man halt, wie viel passt da rein? 1,5 Liter. Ja, okay, die ist ein bisschen verkratzt. Das ist ja auch ein Ausstellungsstück. Gibt es die nicht verpackt? Nee, die sind so. Nehmen wir die. Geht okay, ein bisschen staubig, aber kommt eh erstmal in die Spülmaschine. Brauchen wir dann nur einen, oder? Ja, wir haben ja nur eine Pfanne, meistens gleichzeitig. Ist das nur der eine Artikel? Boah, 31 Kilo. Müsste so ein brauner Karton sein, oder? Ja, ich muss das zur Seite räumen. Ich muss die Arbeit der Ikea mit der Wand übernehmen. Oh mein Gott! Achso, soll ich das kurz hier ein bisschen... Halt mal einen Wagen bitte fest. So. Und auf. So, seht ihr da jetzt irgendwas? Weil das ist ja... Ja. Es gibt nur ein Paket offenbar. Dann... Wird das wohl stimmen. Es ist zwar alles so ein bisschen... Also es sah jetzt so aus, als würde irgendwas fehlen. Aber Sandra guckt auch gerade, glaube ich, noch mal in der App nach. Aber es sieht eher danach aus, als würde das schon richtig sein, dass es nur eine Packung ist. Also da ist nur eine abgebildet. Ja, hier steht auch nur was von einem. Also scheint es nur eins zu sein. Ja, reicht auch. Wo? Ja, warte. War das dann? Ja. Der darf nicht fehlen. Vier für Sandra, einer für mich. Kann ich jetzt noch Muffin? Marshmallow? Nee, Muffin. So, so sieht das jetzt erstmal aus. Ich liebe es ja, Ikea-Sachen aufzubauen. Und so soll das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ich ist. Ich mache gerne, aber ich darf nicht. Manni, du crashst wie immer das Bild. Krieg nie wieder da raus. Was hast du gemacht? Hast du vertan? Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich vertan habe, aber ich muss das erstmal wieder rauskriegen. Aber ich habe da das Richtige genommen, sehe ich gerade. Aber das ist hier alles ein bisschen knapp kalkuliert, würde ich beinahe sagen. Ja, ich könnte euch jetzt hier bestimmt noch eine Stunde zeigen, wie Julian versucht, den Schrank aufzubauen. Hallo, stell mich nicht so da. Nein, er kann das. Einmal die falschen Schrauben ist da reingenommen. Er kann das eigentlich. Er hat halt nur dieses typische Männerproblem, dass er keine Anleitungen liest. Selbst bei Ikea nicht. Obwohl es da ja oft größere und kleinere Schrauben gibt. Und er natürlich jetzt die falschen Schrauben genommen hat. Und jetzt
sag jetzt mal vorsichtig, einen Teil vom Schrank wieder auseinanderbauen muss. So, dann feste. Richtig drauf. Warte, ich helfe dir. So, und jetzt drehen. Feste. Genau. Nee, war nie. Super. Ist anstrengend, ne? Ja, klappt doch, Schatz. Soll ich weitermachen? Nee. Und schaffst du das? Schaff ich. Papa rutscht ganze Zeit raus. Dann kannst du jetzt nochmal die versuchen. Vielleicht geht die besser. Ja. Oh, richtig gerade da rein. So, jetzt. Ja. Klappt doch. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Ja, feste. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja. Okay, das ist Während Julian weiter bastelt, habe ich mir jetzt erstmal einen Tee gemacht. Und werde jetzt hier diese wunderschöne Honigmelone köpfen, in der Hoffnung, dass sie gut ist. Ich kann das nämlich immer so furchtbar schlecht abschätzen bei Melonen, wann die gut sind und wann sie vielleicht schon drüber sind oder wann sie noch nicht reif sind oder wie auch immer. Den Newton-Pot mit der Honigmelone. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dafür, dass wir keinen Sommer haben, schmeckt die auch ehrlich gesagt ganz gut. Kann ich mich nicht beschweren. Und davon werde ich jetzt was essen und hier meinen leckeren Tee trinken. Da ist der gute Alex. Oder die Alex. Oder das Alex. Wir wollen ja genderneutral bleiben. Das ist wirklich mal praktisch, dass das Ding Rollen hat. Zwar habe ich mir Kleid für unseren Schreibtisch. Okay, ich gebe zu, so sieht es gerade echt verloren aus, aber wenn ihr es in echt sehen würdet, sieht es nicht ganz so schlimm aus. In jedem Fall ist so ein kleiner Teppich da, weil ich fand, mit diesen wunderbaren Fliesen, die wir hier haben, sah das alles so ein bisschen doof und traurig aus. Ich muss zu meiner Schande feststellen, ist ein bisschen groß geworden. Auch hier wieder. Hey, jetzt passt zumindest der Teppich, aber jetzt sieht das nicht so schlimm aus. Aber sieht immer noch nicht so schlimm aus, ne? Aber kommt mal an die obere Schublade dran. Das ist... Das ist einfach unmöglich. Die können wir nicht benutzen. Aber ich will den auch nicht zur Seite so doof rausstehen lassen. Weil ich sag mal, so ist er zumindest darunter versteckt. Und vor allem, man kann auch vernünftig hier am Schreibtisch sitzen. Aber naja, gut, okay. Ich sag mal, ab der Schublade kann man den dann zumindest benutzen. Aber das ist schon eine knappe Kiste, ne? Ich meine, in erster Linie ging es mir darum, dass ich mal meine Unterlagen, die hier sich hinter dem Laptop befinden, teilweise auf dem Drucker befinden oder auf dem anderen kleinen Beistelltischlein, was dabei war vorher, befinden. Und ich möchte das einfach ein bisschen ordentlich haben. Ich will meine Unterlagen, die beruflicher Natur sind, die steuerlicher Natur sind, die noch zu bezahlender Natur sind, einfach ein bisschen geordnet haben, sortiert haben und nicht wieder einfach so einen riesen unnötigen Papierberg haben. Und deswegen habe ich mich eben für so ein Schränkchen jetzt entschieden. Allgemein gesagt, hätte ich besser einen kleineren genommen. Lässt du bitte die Finger von meinem Adventskalender, den du mir gerade geschenkt hast? Ja, ich versuche herauszufinden, wo man... Ach, hier auf der Seite kannst du was aufmachen. Ach, man hier kann auch, das überall. Von beiden Seiten. Von allen, vom Rand auch. Ja. Das ist ja cool. Gespannt. Den habe ich aber gut gekauft. Ja. Ich darf hier schon zwei Türchen aufmachen. Achso, willst du das jetzt direkt machen? Mhm. Oh ja. Und, was du willst? Ringlied. Übrigens unbezahlte Werbung, ne? Ja. Kriegen kein Geld dafür, dass wir jetzt diesen Weihnachtskalender hier haben. Und, findest du dir zwei? Was ist das? Mikrowellenpopcorn. Krass, ich dachte, da wären nur solche Sachen drin. Ne? Naja, kannst du heute Abend einen schönen Abend machen vor der Glotze. Seht euch diesen wunderschönen Christbaum an. Den habe ich gerade mit den Kindern geschmückt. Also eigentlich haben die Kinder den fast alleine geschmückt. Ich habe nur die Lichterkette gemacht.
und die Glaskugeln. Aber sonst haben die Kinder alles gemacht. Und das ist echt schön geworden. Und wenn man hier mal so schaut, ich liebe ja diese Kugeln hier, ne? Das sind so Special-Kugeln. Das sind auch alles verschiedene. Hier sieht man es. Da ist sowas drauf gemalt. Hier sind so Trockenblumen drin. Dann habe ich noch hier eine mit Glitzer. Und hier ist auch noch eine mit Trockenblumen drin. Die mache ich da immer so ein bisschen als Eyecatcher rein, damit es einfach nicht zu langweilig ist. Und oben darf natürlich auch ein Sternchen nicht fehlen. Oh, ich sehe gerade, der ist falsch rum, man sieht den Glitzer gar nicht. Schaffe ich ein riesengroßes. Also Leute, wir fahren jetzt noch zu Julians Eltern. Es sieht aus, als wäre es schon voll spät. Dabei haben wir erst 16 Uhr, weil ich glaube, das ist einfach, weil es Richtung Winter geht. Ne, wir haben jetzt offiziell Winter. Wir haben Dezember. Ja, Dezember ist Winter. Wir haben ja jetzt Winter. Also, ne, deswegen wird es natürlich früher dunkel. Ist aber auch einfach kein schönes Wetter. Wir fahren jetzt noch im Kaffee vorbei und dann beenden wir den Tag ganz entspannt zu Hause mit unserer Weihnachtsdeko. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm